meine Lieben, heute hier aus meinem wunderschönen Wohnzimmer. Ich habe euch gerade den Leoparden vorgespielt. Ich glaube, ihr habt ihn alle erkannt. In dem Tempo haben wir den noch nicht gespielt. Aber so schnell kann er werden, wenn ihr ganz, ganz, ganz viel und fleißig übt. Und damit unser Unterricht in dieser Form jetzt hier als Video weiterlaufen kann und ihr die Sachen, die wir gemacht haben, bis jetzt nicht vergesst, dafür habe ich mich hingesetzt und aufgenommen. Im Hintergrund hier steht Augusto, der hat die Gitarre eingespielt. Wunderschön, genau, sodass man das auch mal mit Gitarre hören kann. Das klingt ganz gut so. Jetzt wollen wir uns den einzelnen Teilen widmen, und zwar in dem langsamen Tempo, das ihr gewohnt seid. Ich spiele erstmal den ersten Teil mit. Ihr hört im Hintergrund immer die Gitarre. Die ist ganz gut, um sich daran zu orientieren, was die Geschwindigkeit betrifft. Musica Maestro. Jetzt spiele ich gleich mal hintereinander dahinter die zweite Stimme. Und zweite Teil, erste Stimme. So, wenn sie verschnupft klingen wie meine gerade. Okay, am Ende die zwei Enden, die würde ich jetzt gerne noch mal einzeln spielen. In der ersten Stimme dieses. Wo die 1 drüber steht. Genau, da ist das H drin, ja. Solltet ihr auch immer einzeln üben. Die ist ganz, ganz wichtig, dass die so oft wie möglich wiederholt wird. Und jetzt kommt die, wo die 2 drüber steht. Da ist das B drin. Und nochmal. So, das ist die erste Stimme. Jetzt kommt die zweite Stimme in dem Refrain. Dass während die anderen spielen, die spielen dort 1, 2, Achtel, 1 und 2 und die zweite Stimme hat nur Cs.
Die müssen ganz gleichmäßig sein. C, 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 C. Also meine Hand schwingt in den Achteln mit. Eins und zwei und drei und vier und. Ja, also so, damit das zusammen gut klingt. Ich denke, ich werde euch das auch nochmal in dem langsamen Tempo so aufnehmen, dass das gesamte Lied da ist. Genau. Einmal die erste Stimme. Flöte durchpusten ist immer notwendig, weil ich hier ein bisschen verschnupft sonst. Einmal das komplette Lied zum Mitspielen für die zweite Stimme. Ja? Also, was jetzt kommt, kann die zweite Stimme mitspielen. Und wenn ich dann die zweite Stimme einzeln spiele, dann kann die erste Stimme mitspielen. So habt ihr beide Teile. Ihr könnt ja auf Stopp drücken und es zurücknehmen und immer wieder denselben Teil laufen lassen, damit ihr das einfach üben könnt. Na, ist ja mal gut, die andere Stimme dazu zu haben. Ja? Also einmal die erste Stimme, komplettes Lied. Und gleich nochmal. Zweite Stimme alleine, damit die erste Stimme mit der zweiten Stimme üben kann.
ist das mit dem Üben. Und wenn ihr geübt habt, wäre es super, wenn ihr mir ein kurzes Video schicken würdet. Also wenn eure Eltern euch beim Spielen kurz aufnehmen und mir das per WhatsApp zuschicken könnt, dann kann ich kurz drüber gucken und mir das anschauen und sagen, ja, an der Stelle vielleicht das und das noch ein bisschen verbessern. Oder alles super, alles klasse und weiter so. Das wäre schön, dass wir einfach da in Kontakt bleiben. Das war's, glaube ich, zu dem Lied. Viel Spaß beim Üben. Ihr schafft das.